Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed Shift 2. Über die Hälfte haben wir. Das ist schön, wir waren hier stehen geblieben und haben unseren... Was haben wir jetzt? Ein Challenger? Ein Charger? Ein Charger. Charger so getweakt, dass er am Anschlag von Stufe B ist. Ha, ne? Da kann man es erkennen. Schön, Mazda Speedway, Raceway Laguna Seca, eine meiner Lieblingsstrecken. Machen wir. Okay, lass es in der Andretti Hairpin zu Beginn locker angehen. Und achte auf die nicht einsehbare Gruppe mit dem anschließenden steilen Abhang der Korkenzieherkurve. Beim kleinsten Fehler hier fliegst du von der Strecke. Ich weiß. Komm schon. Trink. Den Drehungen jetzt. Was ist denn das für ein Quatsch? Nee, du musst nochmal neu machen, Entschuldigung. Versuch sofort einen Platz zu halten. Das ist kein vorbei. Ich sag dir den Start an. Der bricht sofort aus. Da hinten kein Anpressdruck mehr, oder was? So. So, Cobra, na, willst du eine reinhaben? Wenn nicht, verpiss dich. Ah, fuck. Kannst du ja kein Gas geben.
Drehmoment wird auch nur leicht einlenkst und unter 100 km/h bist, oder Meilen sogar an der Stelle, bist, berichtet Heck aus. Ja, ihr habt richtig gesehen, man kann ein paar Kurven hier leicht schneiden. Obwohl kein einziges Rad mehr auf dem Asphalt ist, zählt es trotzdem nicht als Abkürzung. Man muss halt nur wissen, wo. Ist lustig, dass der Gangwechsel so geschaltet ist, dass der nächste Gang, wenn er eingelegt wird, schon im roten Bereich beginnt. Hier noch nicht, hier auch noch nicht, aber der nächste. Ja, der vierte müsste sein, vierte oder fünfte, einer von beiden auf jeden Fall. Ja, der vierte. So, was kriegen wir? Ein Lack. Kriegen wir eigentlich auch irgendwann mal einen Bonuswagen? Oder steht das da bloß, um einen zu ärgern? Kriegst du nicht hin, kriegst du nicht hin, ne, 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 ne. So, Widow Springs, das Ding, was aussieht wie eine Knarre. Eine echt schnelle Strecke. Achte auf die Omega, Turns 3 bis 5. Es geht mächtig rauf und runter. Die Kurven fallen außen ab. Turn 4 ist fast nicht einzusehen. Grün, da ist das grüne Licht. Komm schon, komm! So, weg da mit euch, sonst haben wir euch hier drin. Da bin ich gewarnt. Was war denn das? Wie ist denn das möglich?
lässt mich einfach nur vorbei. Danke. Miami, na sowas. Der Sieg letztes Mal war echt cool. Komm, das wiederholen wir nochmal.
Naja, schieb ruhig. Scheiße. Kannst du kaum in die Kurve kriegen. Also Tipp für euch, wenn ihr das nachspielen wollt, nicht den Motor wegzumachen. Der hat einfach dann zu viel Drehmoment. War das jetzt kaputt? Warum überholen mich jetzt alle? Ist dich doch mal da, Alter. Okay. Modern Muscle. Haben wir denn so ein Auto? Garage. So, wir haben die Z06. Die Z06 ist besser. Na, dann nehmen wir die Z06. Na, Upgrade.
Auf jeden Fall erstmal Handling. Wenn es irre viel Geld kostet. Ja, Cockpit bringt nix. So, B. Können wir den Motorwechsel machen? Motortausch, was baust du denn da ein? Was kostet? 15.000. Oh, packen wir mal rein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Auch A. Hier, das können wir noch machen. Zack. So, jetzt sind wir Anschlag an B. Das ist so schön. Jetzt möchte ich das Ding gerne tunen. Wir machen wieder unseren Standard. 9. Nee, wie gehen wir hier auf 3? Warum ist denn das Ding so hoch? Also können wir hinten mal ein bisschen höher machen, damit der Diffusor hier nicht sofort auf den Boden schleift. Machen wir auf 5. Machen wir 4 und 5. Machen wir mal so. So, Abtrieb hätte ich gerne mehr. Federung ist okay, Stoßdämpfer ist okay. Ne, können wir wohl so machen. So, annehmen. Speichern. Alle. Wo ist die Maus hier? Speichern. Okay. Na, dann gucken wir uns das Ganze doch mal im nächsten Video an, wie gut die Kiste abgeht. Also, bis gleich. Tschüss!